Hallo und herzlich willkommen bei Mühlenstein am Niederrhein. Heute reden wir über die Architecture-Serien von Wange. Warum sage ich Serien? Weil es drei gibt. Einmal die kleine asiatische Serie, die große asiatische Serie, die Europa-Serie. Eigentlich gibt es sogar noch vier, aber da komme ich dann später zu. Ja, fangen wir doch einfach mal an. Die asiatische Serie in klein. Ich habe mir Notizen gemacht, deswegen schaue ich öfter mal nach unten. Ja, das ist zum Beispiel dieser Stoffladen. Hier sind die einzelnen Stoffballen dann mal dargestellt. Ja, schöne Prints, hochwertige Prints. Ja, also das ist quasi, man kann den Druck fühlen. Ja, also das ist wirklich sehr toll gemacht. Dieses Set hat 174 Teile, kostet 6,95. Das macht dann knapp einen Durchschnittspreis von knapp 4 Cent pro Teil. Ja, Länge ist 11,4 cm, die Tiefe 6,5 cm, die Höhe 10,5 cm. Das wäre dann die kleine Serie. Ja, die Anleitung dazu ist eben, weil es ein kleines Gebäude ist, einfach nur so ein kleines Faltblatt. Zwei Seiten reicht voll und ganz aus. Und wie man sieht, da geht auch schon richtig was los pro Bauschritt. Da ist man beschäftigt. Gut, dann haben wir das zweite Architecture-Set, das zweite asiatische, das etwas größere. Das ist das ja, der Garten der Hui-Dynastie. Ich nehme an, dass es Dynastie sein soll im Hui-Style, also Dynastie. Ja, 486 Teile für 15,95, was ungefähr einen Teilepreis von 3 Cent pro Teil macht. Da haben wir die Länge 20,5 cm, die Tiefe 9,5 cm und die Höhe 17 cm. Dann haben wir hier auch eine schöne Anleitung, ein geklammertes Heft. Ja, und wie man auch hier sehen kann, da geht pro Bauschritt richtig was los. Ja, also das ist jetzt nicht mal einfach so. Ein Teil, das nächste Teil, dann wieder das nächste Teil. Also da ist schon ordentlich was zu machen. Alles schön detailliert dargestellt, wie man was zu bauen hat. Und auf der letzten Seite noch die Teilliste. Ja, davon gibt es dann auch verschiedene Sets, da komme ich dann aber auch später noch zu. Und dann kommen wir zu der, ja, weltweit Europa Sehenswürdigkeiten, sage ich jetzt mal, zu der Sehenswürdigkeiten-Serie. Das ist hier zum Beispiel, habe ich jetzt mal hier aufgebaut, das ist der Trevi-Brunnen aus Rom. Das sind 667 Teile für 29,95. Das macht einen Durchschnittspreis von ungefähr 4 Cent pro Teil. Die Länge ist 27 cm, die Tiefe ist 17,5 cm und die Höhe 15 cm. Und wenn man das mal einfach so hochhebt, man merkt also schon, es sieht jetzt ein wenig, es sieht wenig aus, es ist aber schon richtig massives baut, also richtig massiv gebaut. Ja, alleine 667 Teile, die sind ja nicht nur hier draußen, die sind auch hier innen drin verbaut. Also es ist schon recht massiv. Ja, da haben wir auch eine Anleitung zu, dementsprechend groß, aber genauso aufgebaut wie die anderen halt auch. Auch hier geht richtig was ab. Ja. Die vorherigen Bauschritte sind immer komplett weiß, was jetzt bei so einem Bauset natürlich schwierig ist. Ja. Also weißer Stein auf weiß und weißer Art auf weiß und Grund, wir erkennen das alle noch, die ostfriesische Nationalflagge. Nein. Trotzdem würde ich sagen, man kann es doch noch gut erkennen. Ich halte das mal ein bisschen näher in die Kamera. Ist natürlich ein bisschen unglücklich. Ja, das ist bei diesen beiden Sets, da ist noch ein bisschen Farbe dazwischen. Ja, gut, da geht das noch. Aber wenn man jetzt hier weiß hat, weiß auf weiß, schwierig. Aber man kann es erkennen. In dieser Anleitung sind dann auch auf der letzten Seite, beziehungsweise auf den letzten beiden Doppelseiten, die anderen Angebote, die die Firma Wangi von den Architekturgebäuden hat. Einen Teil habe ich auch hier in meinem Laden. Kann ich euch gleich mal ein bisschen was zeigen. Und ja, machen wir das doch einfach mal. Dann haben wir, ich stelle die mal eben auf Seite,
Ich bin heute wieder sehr herablassend. So, dann haben wir zum Beispiel aus dieser kleinen Serie gibt es dann noch den das oder das Teehaus. Da gibt es dann noch die Brauerei. Da gibt es dann noch die Bäckerei, ich sag mal Bäckerei. Dann die Taverne. Und dann gibt es noch das Restaurant. Das wäre jetzt aus der kleinen Serie. Eine großartige Auswahl, wie ich mal so merken möchte. Aus der mittelgroßen Serie, da haben wir dann auch noch den Korridor, ja, Durchgang der Hui-Dynastie und den Torbogen der Hui-Dynastie. Und ihr habt das auf der Rückseite schon gesehen, die sind alle zusammen, kann man die kombinieren. Ähnlich wie die Lego Harry Potter Serie, da ist ja auch, man kann sie alle zusammenpacken und dann hat man ein Panorama. Jetzt wurde mir gesagt, ich persönlich kenne mich da weniger aus, aber mir wurde jetzt gesagt, dass diese Gebäude sich sehr gut eignen würden, zum Beispiel auch für die Ninjago-Serie, dass man das wunderbar korrigieren kann, kombinieren, nicht korrigieren, kombinieren kann. Ich weiß es nicht, ich habe selber keinen Ninjago, ich kenne mich da auch nicht aus, bin da nicht so ganz bewandert, was das angeht. Aber Ninjago, asiatisch, es hört sich asiatisch an, also ich kann mir das auch schon gut vorstellen. So, dann haben wir die anderen Sehenswürdigkeiten. Jetzt was ganz Besonderes. Ja, ich mach das mal eben auch auf Seite, damit man meine Spickzettel auch schön sehen kann. Einmal die Tower Bridge in klein. Das gleiche Set gibt es auch noch mal in größer. Ja, werde ich mich wahrscheinlich auch noch mal ranwagen. Ich finde es ein sehr schönes Modell, die Tower Bridge. Dann haben wir den Louvre, das Museum aus Paris. Dann haben wir noch den, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht, den Burj Khalifa. Das ist, nehme ich an, das ist richtig, den Burj Khalifa Tower. Oder auch ein sehr schönes Set, auch eine Nummer größer. Die Freiheitsstatue, auch ein tolles Set, auch sehr begehrt hier bei mir. Ja, jetzt habe ich gesagt, es gibt noch eine vierte Serie. Die vierte Serie hat jetzt aber nichts mit Sehenswürdigkeiten zu tun oder mit asiatisch oder ähnliches, sondern mit Alltagsgebäuden. Ist auch die Wange architektischer Serie. Da haben wir zum Beispiel dieses Barbecue-Restaurant. Das ist ein recht ansehnliches, recht großes Set mit 1922 Teile, kostet auch 89,95. Aber ich denke mal, wenn man seine eigene Stadt aus Klemmbausteinen gebaut hat, dann ist das eine schöne Sache dafür, um die da zu integrieren. Es sind aber augenscheinlich keine modularen Gebäude, sondern wie ich Gebäude zum Hinstellen, zum Beobachten, zum Anschauen. Farbenfroh. Ja, das ist das, was man hier so von der Architecture-Serie sagen kann. Was haben wir denn noch? Ja, wie gesagt, alle Sets. Wirklich in jedem einzelnen Set sind keine Sticker enthalten, es sind alles Prints. Ja, ansonsten wüsste ich nicht, was ich da noch zu sagen sollte. Die Klemmkraft, genau, Klemmkraft der Steine ist nicht nur hervorragend, die ist spitzenmäßig, die ist absolut super. Ich habe mich tatsächlich bei dem einen Set hier ein bisschen verbaut, da musste ich dann eine Plate von einer anderen Plate runternehmen und dann sieht der Teiletrenner dann ungefähr so aus. Der war neu vorher. Ja, also die Klemmkraft, die ist brutal. Man merkt das auch, wenn man hier so den ersten Sockel zu Ende gebaut hat. Es tun einem nachher die Finger weh, weil man muss die Steine so fest zusammendrücken. Dann hat man natürlich auch kleine Steine, die man dann auch handeln muss. Brutal, sage ich ganz ehrlich, aber schön. Sehr schön anzusehen und ja, es hat Gewicht, doch. Es hat wirklich Gewicht. Und es ist wirklich sehr detailverliebt auch teilweise. Also jetzt der Trevi-Brunnen ist da eher ein kleineres Set gegen, aber wenn man dann so die Freiheitsstatue sieht oder Notre Dame habe ich auch mal gebaut, auch sehr detailgetreu von außen.
innen drin eher weniger, aber von außen wenigstens schön gemacht. Und ich denke mal, wenn man sich ein Gebäude einfach hinstellen möchte in eine Vitrine zum Anleuchten, es sind keine Spielsets, sage ich gleich dazu. Ja, es sind wirklich Vitrinensets. Die stellt man sich hin und guckt sie an. Oder man stellt sie wirklich als Zierde in die Stadt rein. Aber bei dem Trevi-Brunnen, da wird es vielleicht gehen. Aber wenn man dann die Freiheitsstatue hat oder das Louvre oder wie auch immer, es nimmt dann schon Platz weg. Auf jeden Fall. Ansonsten in die Vitrine rein, schön anleuchten, dann macht das auch was her. Ja, ansonsten bin ich, glaube ich, ganz schnell durch damit. Würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal, lasst ein Like da, vielleicht einen Kommentar dazu, die Glocke aktivieren und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder, nachdem ihr das Video geteilt habt. Besten Dank, bis dahin, wenn es wieder heißt, Mühlenstein am Niederrhein. Ciao.